Hallo Kackbratzen. You flaming idiot! Feel the power of my magic! Ach ja, die gute alte Wii. Leider hat diese schneeweiße Kartoffel aus dem Hause Nintendo den Ruf, ein Videospielsystem zu sein, das hauptsächlich familienfreundliche Spiele beherbergt. Start! Natürlich gab es Spiele wie Resident Evil, die da ein wenig aus der Reihe tanzten, aber generell war die Welt der Spiele auf der Wii ein Potpourri aus bunten und friedlich zuckersüßen Welten. Und dann kam Platinum Games und ließen die Hölle zufrieren. Wer an dieses Entwicklerstudio denkt, dem kommen vermutlich Spiele wie Bayonetta oder auch das wirklich gute Metal Gear Rising Revengeance in den Sinn. Ich möchte mal wissen, was ihr gegen das Spiel habt. Und wer in die Vergangenheit blickt, als das Studio noch Clover Studios hieß, bescherte man uns Spiele wie das wunderbare Okami, das vor allem mit seinem Kunststil die Herzen der Gamer eroberte. Und Kunststil ist wohl genau das richtige Stichwort für heute, denn die Farbpalette für ihr absolutes Meisterwerk für die Wii kam fast ausschließlich in drei Farben daher: Schwarz, Weiß und auch ein wenig Rot. Wenn ihr den Titel gelesen habt, dann wisst ihr ohnehin schon, über welches Spiel ich heute sprechen werde. Es ist das künstlerisch sehr anspruchsvolle Mad World. Es verspricht kompromisslosen Spaß für die ganze Familie. Denn in welchem anderen Spiel kann man schon irgendwelche Typen in Lederkluft packen, sie mit dem Arsch voraus auf eine rostige Stange packen, sodass sie mit einer großen Fontäne aus Blut wieder aus dem Rachen herauskommt? Gut, vielleicht ist es nicht jedermanns Sache, sich mit einer Kettensäge durch eine Vielzahl an Verbrechern zu schneiden und binnen wenigen Sekunden sich in einem blutroten Ozean zu befinden, umgeben von einer Menge an abgetrennten Gliedmaßen. Aber lässt man mal diesen beinahe unwichtigen Fakt außer Acht, findet man unter der Haube ein wirklich unterhaltsames Spiel, das von einer fesselnden Handlung, einer humorvollen Geschichte und einer sehr guten Spielmechanik getragen wird. Wer das zu schätzen weiß, wird Mad World absolut lieben. Im Spiel schlüpft man in die Rolle des sympathischen Söldners Jack, der in die von den Deathwatcher belagerte Stadt Warrigan City geschickt wird. Die Deathwatchers haben die Stadt mit einem tödlichen Virus infiziert und die einzige Möglichkeit, an einen Impfstoff zu kommen, ist die Teilnahme an einer Fernsehshow namens Deathwatch, in der die Teilnehmer einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Und mit hohem Preis meine ich, dass sie mitunter dafür mit ihren Leben bezahlen. Während sich nun also die Stadt selbst zerreißt und die Bürger sich aus Verzweiflung gegenseitig umbringen, hat die reichere Bevölkerung ein kleines Schlupfloch gefunden. Anstatt selbst an diesem Blutbad teilzunehmen, heuert man nun einen Söldner an, der dann die Drecksarbeit übernehmen soll. Wie auch unser Held, der von einer mysteriösen Person namens Agent Nummer 13 engagiert wurde, um sich für ein kleines Taschengeld sich durch die Show zu kämpfen. Doch es scheint so, als ob Jack nur nicht allein wegen des Geldes und seines sportlichen Kämpfergeists an diesem Event teilnehmen möchte. Im Laufe der Story kommt er auch dem dunklen Geheimnis hinter der Show auf die Schliche. Die Gewalt, die in jede Ecke und jeden Winkel relativ sehr schnell ersichtlich ist, wurde sehr plakativ dargestellt und Platinum Games hat sich hier ganz deutlich von Frank Millers Sin City inspirieren lassen. Die schwarz-weiße Natur des Spiels wird nur durch die Farbe Rot beeinträchtigt, die dem Spieler im Sekundentakt ins Gesicht spritzt. Unser muskulöser und leicht mysteriöser Held ist mit einer praktischen Kettensäge bewaffnet, mit der er im Nu seine Feinde in zwei Teile schneidet oder einen Kopf kürzer macht und als krönenden Abschluss kann er seinen Gegner auch das Herz aus der Brust reißen und dann in seinen Händchen zerquetschen. Mad World ist schmutzig brutal und macht nie eine Pause in seinem Bestreben, den Spieler mit so viel Verstümmelung wie möglich bei Laune zu halten. Das Konzept ist so überspitzt, dass es jedes Mal ein großes Damentennis ist, wenn man sich durch die zahlreichen Level schlachtet. Anders als ein Manhunt nimmt sich Mad World eben nicht allzu ernst und mit Hilfe des Grafikstils erzeugte man noch den nötigen Abstand zur Brutalität. Dennoch gefiel das der USK überhaupt nicht, weshalb sie den Titel im Jahr 2010 auf den Index setzten. Ich zitiere: Aufgrund der Angaben auf dem Cover und aufgrund einer Internetrecherche, der zufolge die menschlichen Gegner mit Kettensägen und Schwertern getötet werden könnten, sei davon auszugehen, dass das Spiel jugendgefährdend bzw. schwer jugendgefährdend sei. Guti, man lag mit dieser Beurteilung vielleicht nicht ganz so falsch, aber wie gesagt, während Manhunt absichtlich und teilweise auch nur sehr verzweifelt versucht hat, so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu erzeugen, um zu zeigen, wie extrem rebellisch die Entwickler sind, ist die Gewalt in Mad World eher aus humortechnischen Gründen eingebaut worden, wodurch das Spiel nicht prätentiös wirkt und niemals langweilig wird. Und dieses Konzept kann natürlich nur funktionieren, wenn das Gameplay auch fehlerfrei funktioniert. Im Grunde ist Mad World ein beinahe traditionelles Beat'em Up und somit hat man auch die Steuerung eher traditionell belassen.
Man schlägt mit der A-Taste zu, während man mit B zur Kettensäge greift, die man mittels der V-Remote und einer subtilen Wischbewegung horizontal oder vertikal in Schwung bringt. Des Weiteren wird die A-Taste für kontextsensitive Aktionen benötigt. In der zweiten Hand hält man den Nunchuck, mit dem man seinen Charakter steuert und springen lässt. Wenn man in einem wilden Handgemenge den kleinen Controller schüttelt, kann Jack seinem Feind einen Kopfstoß verpassen. Je nach Aktion kann man damit seinen Gegner entweder betäuben oder gleich komplett seinen Schädel zertrümmern. Greift man einen Feind und schwingt man die Remote, kann man ihn mit Leichtigkeit durch die Gegend schleudern. Obwohl die Wii-Steuerung generell nicht unbedingt die Krone der Schöpfung war, funktioniert alles überraschend gut und eigentlich sollte sich jeder sofort mit der Steuerung anfreunden können, um mit Jack auf Metzger-Tour gehen zu können. Das ganze Spiel ist in mehrere Level unterteilt und jedes Mal trifft man auf unzählige Feinde und Bosse. Das Leveldesign wird trotz der relativ wenigen Farben nie langweilig. Man schlendert durch eine Art Chinatown oder besucht auch idyllische mittelalterliche Verließe. Was für manche Spieler vielleicht ein Problem sein könnte, ist, dass es jedes Mal ein 30 Minuten kurzes Zeitlimit gibt, in dem man nicht nur das Level abschließen, sondern auch eine Mindestpunktzahl erreichen muss. Who the fuck are you? Just a firm believer in public healthcare. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich machbar, da es im Spiel eigentlich auch nur eine Regel gibt. Alles wird so schnell und kreativ wie möglich bei Sichtkontakt getötet. Und man könnte nun meinen, dass es mit der Kettensäge auch so einfach wird, wie auf einem Kindergeburtstag. Die Realität sieht anders aus. Wie gesagt, gilt es kreativ zu sein, was bedeutet, dass man so gut wie möglich auch die Umgebung mit einbeziehen sollte. Um eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, schnappt man sich zum Beispiel ein Straßenschild, spaltet das Gesicht seines Feindes und schleudert ihn zum Abschluss gegen eine Stachelwand. Je effektvoller der Combo, desto höher natürlich die Punktzahl. I'm going to enjoy every moment. Mit der Zeit lernt man aber blitzschnell, wie der Hase läuft, scannt die Gegend nach nützlichen Dingen ab und tötet auf bestialische Weise so schnell und so viele Feinde wie möglich. Mad World scheut dabei auch nicht zurück, teilweise komplett lächerliche Objekte ins Spiel zu werfen, die man sehr effektvoll an den Kopf des Gegners pfeffern kann, wie etwa auch Puppenköpfe oder schicke Piratenhüte. Und praktischerweise hat man auch in jedes Level nützliche Helferlein mit eingebaut, mit denen man effektvoll ein grausames Blutbad veranstalten kann. Auf Platz 1 stehen natürlich riesige Kreissägen, gefolgt von Walzen, Stachelfallen, Becken mit Piranhas oder sogar eine übergroße Fritteuse. Und weil eine Kettensäge auf Dauer vielleicht langweilig wird, drückt man ab und an dem Spieler auch andere Waffen wie Baseballschläger oder Messer in die Hand, um seine Feinde erst zu schwächen und dann mit einem leicht übertriebenen Finish-Move ins Jenseits zu schicken. Der Fantasie ist dank der beinahe unerschöpflichen Verfügbarkeit an Mordinstrumenten keine Grenze gesetzt und nicht allzu oft wird man sich mit einem breiten Grinsen im Gesicht erwischen. Ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch. Oh, thank you. Während man in der Story voranschreitet und das Geheimnis hinter dem Virus entdeckt, unterläuft auch das absurde Blutbad einer extremen Wandlung. Zunächst zerkleinert man noch ganz normale Schlägertypen, aber so gegen Mitte des Spiels sind den Entwicklern wohl die Drogen zu stark in den Kopf gestiegen und plötzlich kämpft man gegen Zombies, Werwölfe, Aliens und Typen, die aussehen wie Sturmtruppen. Mad World ist durch und durch ein bizarrer Anime und gleichzeitig auch eine dunkle und sehr bissige Persiflage auf die üblichen Stereotypen. Aber auch wenn das Spiel von Level zu Level immer verrückter wird, behält man behutsam den Grundtenor bei. Übrigens gibt es auch in jedem Level eine versteckte Herausforderung. Diese Blutbad-Herausforderungen lassen sich freischalten, wenn man zuvor genügend viele Punkte mit dem stilvollen Abschlachten seiner Feinde verdient hat, um den Mittelboss aus seinem Versteck zu locken, mit dem man wiederum diese blutige Halbzeitshow freischalten kann. Generell handelt es sich bei den Herausforderungen um kleine Minispiele, in denen man so viele Feinde wie möglich in relativ kurzer Zeit abschlachten muss. Auch hier war man hinsichtlich der verschiedenen Arten, mit denen man seine Gegner ins Jenseits pusten kann, sehr, sehr kreativ. Wer Miniboss- und Blutbad-Herausforderungen mit Links schafft, darf sich natürlich auf den finalen und mächtigen Endboss eines Level freuen. Diese Kämpfe toppen vermutlich alles, was ihr bislang gesehen habt und enden stets mit einem epischen Finish-Move. Diese Bosskämpfe fordern das Äußerste von euch. Nicht nur was eure Konzentration betrifft, sondern auch eure physische Verfassung. Aber diese spektakulären Kämpfe trösten auch über den schlimmsten Tennisarm hinweg. And Jack wins! I think after getting that peek at Elise, we all win! Auf den ersten Blick mag das monochrome Design langweilig wirken, aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen.
Mad World funktioniert gerade deswegen so gut, weil man eben nicht einen realistischen Ansatz gewählt hat. Klar ist die Gewalt nicht wenig auffällig, aber durch die Designsprache erhält das Spiel eine so unglaublich enorme Dynamik, die man von einem Spiel auf der Wii nicht erwartet hätte. Ebenfalls hervorragend sind die vielen Partikeleffekte, wobei hier in erster Linie der rote Körpersaft gemeint ist, der in Strömen aus allen Körperöffnungen eurer Feinde strömt. Auch das Sounddesign ist fabelhaft gut gelungen. Allen voran aber die Synchro, sei es die Stimme unseres Helden oder die Stimmen der Präsentationen dieser bestialischen Fernsehsendung. Mit ihren komplett übertriebenen und vulgären Sprüchen setzen sie diesem Kunstwerk die Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Torte auf. Was die Musik im Spiel betrifft, so ist die eher Geschmackssache und da Hip-Hop nicht so meins ist, kann ich leider darüber nicht allzu viel sagen. Aber zumindest ist der Soundtrack gut genug, als dass einem nicht davon übel wird. Grundsätzlich kann man sich vermutlich darüber streiten, ob Mad World mit seinem sinnlosen Blutvergießen und roher Gewalt nicht doch auf gleicher Linie ist wie das eher vergessenswerte Manhunt. Tatsächlich empfinde ich mehr physische Schmerzen bei einem Manhunt als bei Mad World, obwohl man hier definitiv nicht mit absolut sinnloser Gewalt geizt. Im Kontext ist aber Mad World weit weniger offensiv und wirkt im gewissen Sinne als Stilmittel, während Manhunt tatsächlich das bestialische und kaltblütige Abschlachten plakativ in den Vordergrund stellte und dahinter eigentlich nichts ist, das dieser rohe Gewalt ein Gerüst bieten könnte. In Mad World wird man mit weit geöffnetem Mund dem Blutbad voller Staunen zusehen und wird jeden noch so brutalen Finish-Move mit einem großen Handgeklapper feiern, während im Hintergrund die dazu passenden Kommentare aus den Lautsprecher knattern. Dank des Kunststils ist Mad World auch quasi kein Jahr gealtert und lässt sich auch heute noch so spielen wie am ersten Tag, während Manhunt aufgrund des pseudorealistischen Stils sehr viel Farbe verloren hat. Ich frag mich noch immer, wie es Platinum Games geschafft hat, dieses blutige Meisterwerk auf der Wii zu veröffentlichen. Vermutlich hatten die Leute bei Nintendo einen guten Tag, während Platinum Games mit Mad World allen anderen Entwicklern auf der Wii die Faust bis zum Anschlag in den Hintern rammte. Mad World ist roh, aber gleichzeitig künstlerisch anspruchsvoll. Das Gameplay ist straff und auch wenn es ein wenig Übung benötigt, wird man schon nach kurzer Zeit süchtig danach. Und wie perfekt man die madige Wii-Steuerung bändigen konnte, ist mir bis heute noch ein Rätsel. Wirklich jeder, der die kleine weiße Kartoffel aus dem Hause Nintendo zu Hause hat, muss Mad World in seiner Sammlung haben. Meiner Meinung nach ist es nicht nur eines der grafisch schönsten Spiele auf dieser flachbrüstigen Maschine, sondern insgesamt auch eines der besten Titel, die man überhaupt auf diesem System finden kann. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.